ist in Ordnung. Schau, ein nutzloser Bist. Das hat gerade überhaupt keinen Sinn. Das sind viel zu viele. Und ich habe als Unterstützung bloß so einen nutzlosen, baumkuschelten Schwafelkönig. Oh, die Jungs sind aber hartnäckig. Großen Fisch spielen und wir schwimmen mal rein. So, gucken wir mal, ob wir den nutzlosen Treehörn hier irgendwo finden. Oder ob der bei den Char rumliegt und pennt. Zu töten steigt! Ja, dann würdest du mir mal helfen, statt hier draußen rumzustehen und Maulaffenpfeil zu... Komm, ist egal. Komm mit, du blöde Zimmerpflanze. Gehen wir mal Char wiederbeleben. Die liegen doch irgendwo rum. Ja, das war ja wieder klar. Lust zu töten steigt! Separatisten stellen sich meiner Vernichtung der Flammenlegion in den Weg. Ich hasse diese Kerle. Kein Problem. Ihr seid Knurr Feuerbrand, richtig? General Seelenhüter hält euch für einen der besten Späher der Asche-Legion. Die Wachsamen brauchen euch, Knurr. Saitans Armeen haben die Klaueninsel überrannt und wir müssen sie vertreiben. Die Klaueninsel? Ich bin in Löwenstein aufgewachsen. Diese Stadt lasse ich nicht fallen. Hilft mir mit diesem Schamanen und ich kämpfe gar mit euch. Das sind tolle Neuigkeiten. Meint ihr, dass ihr auch Galina überzeugen könnt, uns zu helfen? Diese quietschende alte Kurbelwelle? Nun, für Löwenstein könnte ich mich mit allem arrangieren. Klar, das kann ich schaffen. Los jetzt! Wir müssen uns vor dem Abmarsch noch um einen Schamanen kümmern. Nein, ich muss mich um den Schamanen kümmern. Ihr seid alle Ballast. Ja, der beste Speer.
Was macht der Speer in dem Gebiet, in dem die Char überall Stützpunkte haben? Da rennt er in den Stützpunkt von Feinden rein. Ich kommentiere das jetzt gar nicht. Und kämpfen können sie auch nicht. Kommt ihr, Lutscher. Unglaublich. Ha. Ja, warte mal. Da hinten geht's ja raus. Das Lager der Flammenlegion ist oben auf diesem Hügel. Schnappen wir diesen Schamanen. Ja, sollte das Problem darstellen. Der Feind ist da, verteidigt euch. Flammen werden euch verschlingen. Fühlt sich gut an. Das sind alles große Kämpfer, oder? Wollt ihr die jetzt hier alle rumliegen lassen, oder was? Erste Hilfe im Felde, Char, setzen, 6. Mann, 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 Mann. Noch schlimmer wäre es gewesen, wenn sie geschickt hätten, Asura zu überzeugen, dass sie uns helfen. Die Char sind schon nervig genug. Wo war jetzt das Problem? Ihr habt einen geschützten Haufen Schützen und ihr habt nur so unfähiges Gesocks. Und das ist die Unterstützung, die wir holen. Ja, gut. Nehmen wir übrigens eine Kanone mit. Das ist der Pluspunkt. Die Asche-Legion hat noch einen Narren der Flamme platt gemacht. Durch euch? Überschätzter Schleichdieb. Ohne mein Bombardement hättet ihr ihn nie erwischt. Ach, meint ihr also? Wollt ihr darauf wetten, Fellknoll? Warum gehen wir nicht wohin und zählen nach, wer mehr Feinde erwischt? Die Wette halte ich, Feuerbrand. Ihr seid so gut wie geschlagen. Wo soll es hingehen? Zur Klaueninsel vor Löwenstein. Oho, ihr habt schon gehört, was dort passiert ist? Gut, dann wisst ihr, worauf ihr euch einlasst. Oder habt ihr etwa Angst? Angst? Ich? Ich staple mir die Untoten bis hoch zur Schnauze, Feuerbrand. Wir sehen uns auf der Klaueninsel und sehen nach. Ich habe eine Bitte. Wir sollten den blassen Baum besuchen. Die Mutter weiß Dinge, die wir in den kommenden Tagen brauchen werden. Natürlich, Traherne. Ich glaube, das wäre weise. Ich glaube, das wäre nervig, aber... Bereit, so viel zu riskieren. Aber haben wir überhaupt das eine Chance zu siegen? Das defätistische Geschwall von dem Treehörn geht mir so auf den Sack. Gut. Blasser Baum, das ist der Hain. Okay, einmal zurück zur Schwarzen Feste mit dem Asura-Portal. Nach Löwenstein, Masura-Portal, weiter zum Hain. Gut, das tue ich euch aber nicht an die Reise. Wir sehen uns im Hain. Bis gleich. Da gehen wir mal zu den philosophischen Schwätzern von den Silvari. Weil die wahrscheinlich echt guten... Können echt gutes Bier eigentlich haben. Wobei, ist das eine Art Kannibalismus, wenn man als Pflanze Bier trinkt? Oder Brot isst? Pff.
Von wovon ernähren die sich denn eigentlich? Essen die Erde, trinken die Wasser? Also Wasser ist klar, aber... Wobei ich auch nicht ganz verstehe, bei den Silvari, warum gibt es weibliche und männliche, also nein, das ist schon klar, warum es männliche und weibliche gibt, Fortpflanzung ist klar, aber für was haben die Brüste und sowas, was ich meine, wenn es Pflanzen sind. Irgendwie ist diese spielbare Spezies nicht wirklich durchdacht bis zum Ende. Man wollte wahrscheinlich nicht wieder die Standard-Elf ins Spiel bauen, da hat man so einen Pflanzen-Elf draus gemacht, aber das ist irgendwie nicht konsequent bis zum Ende durchdacht, finde ich. So, da sind wir bei den Baumkuscheln. Wo müssen wir hin? Achso, warte mal. Das, unseren Helden anfeuern. Und ab und zu werden wir auch für euch jubeln. Das sieht aber eher nach Ratazuma aus, oder? Wenn ja auch ein bisschen. Das soll wahrscheinlich Ohr darstellen. Also Herr Trehörn. Grüße, Mutter. Wir erbitten eure Weisheit. Habt Geduld. Ich habe euch beiden viel zu zeigen. Kommt zu mir. Ich werde euch den Weg weisen. Das ist der Weg. Mutter Baum, ich bin sicher. Ihr habt schon von der Zerstörung der Klaueninsel gehört. Saltan bläst zum Angriff. Die Seele Tyrias klagte, als die Bestie ihre Kinder niedermachte. Das Land weinte und die Welt erschauderte. Meine Begleitung und ich wollen dieses Unrecht sühnen. Wir wollen Saltan bekämpfen und das Verlorene zurückerobern. Wir bitten um euren Rat. Die Antwort liegt im Herzen von Tyrias und eurer Zukunft. Ihr beide müsst euch der Dunkelheit stellen und zu Leitsternen in finsterer Nacht werden. Ist es überhaupt möglich, Saitan zu besiegen? Nur mit großem Mut. Kommt, ich will euch einen Blick in eure Zukunft und die Herausforderungen darin zeigen. Es ist Zeit, tapfere Freunde. Eure Zukunft erwartet euch. Okay. Ich nehme mal den Flanner da mit. Trehörn, komm mit. Ja, das wird wohl Orr darstellen. Orr ist ein verdorbener Ort. Auch wenn ich hier war. So war diese Vision doch erschüttert. Sputen wir uns. Die Lektionen des blassen Baums warten. Es heißt, Orr sei einmal schön gewesen. Eine Nation, die es mit Kryta, Ascalon und Elona aufnehmen konnte. Die Götter der Menschen lebten in der Stadt Ara. Und das Volk hier war gesegnet. Als die Götter fort waren, taten die Menschen sich zu Gilden zusammen und führten Krieg miteinander. Die Gildenkriege hinterließen große Verwüstung und schwächten die Nationen. Erinnert mich mal dran, dass wir bei Gelegenheit wieder Guild Wars 1 spielen. Gut, dann lass uns mal hier rumwandern. Wohin führt uns dieser Weg, Mutter? Zur uralten Stadt Ara, der Bastion des Drachen. Das ist unser Ziel. Auf dem Weg werdet ihr vieles sehen, was noch geschehen wird. Aha, das ist der Weg. Dann komm mal mit. Auf, du Lappen. Thank you.
Diese Kreaturen sind gewaltig. Stärker als die von der Clowninsel. Wie sollen wir sie bezwingen? Allein könnt ihr das nicht. Aber mit Einigkeit können viele unmögliche Dinge erreicht werden. Panzer. Tigerpanzer. Eine deutsche Panzer. Ein ungewohnter Ort. Ja, ich weiß ja auch nicht, das ist halt so ein bisschen... irgendwie trockengefallener Mangrovenwald, oder? Ah, da, da. Geschütze. Die sehen auch noch ein bisschen besser aus, als die nix... Verteidiger Tyrias, als Satan sich aus dem Schlummer erhob, fand er eine tote Nation und nahm sie sich. Der Drache dachte, der Rest Tyrias würde ebenso leicht fallen. Aber wir leben, wir atmen und wir kämpfen. Alle Völker, alle Orden und alle Lebenswege bieten Satan die Stirn. Der Drache ist ein furchterregender Feind. Er wünscht sich nur eins, uns mit Zweifeln zu lähmen. Aber ich sage euch, wir fürchten uns nicht. Wir ergeben uns nie. Spürt ihr das? Der Drache kann uns hören. Nach Ara! Zum Sieg! Ist diese Vision die Zukunft? Ich verstehe das nicht, Mutter. Ich bin kein General. Ihr müsst das sein, was Tyria euch abverlangt. Ihr habt mehr Mut, als ihr selbst ahnt. Ja, aber kämpfen kann der Lappe doch nicht. Ja, und das, ich sehe die glorreiche Armee besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leuten. Und ich sehe wieder nur die üblichen Handvoll Verdächtige. Ich sehe keine Harpien, keine Zentauren, keine Ettin, keine Ogre, keine Heilig. Hier, wer sind nur die komischen Delfin-Fuzis und was? Nuka, Nuka, Naka, Naka, Shaka, Naka, was auch immer. Ja, sind wieder nur die üblichen verdächtigen Völker. Die anderen chillen doch wieder daheim. Soviel zum Thema alle Völker. Deine Mutter, ey. Dein Mutterbaum von mir aus. Komm, wir gehen mal gucken, wie die 8 glorreichen Krieger da eine Armee bilden. Meine Klinge ist der Tod. Alter, ich dachte, wir sind Zuschauer beim Kämpfen. Fühlt sich gut an. Ich fühle mich stark. Jetzt noch zu dritt. Diese Armee ist überwältigend.
Also wir besiegen einen Zombie-Riesen, aber die Armee ist danach eigentlich weg. Wie soll es denn mit dem Drachen noch klappen? Altes befleckt Neues. Unsere gefallenen Helden müssen geläutert werden. Ihr seid der Vereiniger. Bringt sie zusammen. Heilt ihre Wunden. Ich weiß nicht, ob ich der Vereiniger bin oder der Vereiniger. Also der, der reinigt oder es nicht hinkriegt zu reinigen, weil ich, diese Helden müssen ja geläutert werden. Naja. Wo wart ihr? Snuff.